Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video Transport FIFA 2 hier auf meinem Kanal Basenstil. Und in der heutigen Folge befinden wir uns auf der Leipzig-Karte. Um genauer zu sein, ist das der Streckenabschnitt zwischen Leipzig-Leutsch und Plagwitz. Und die Haltestelle, in der es heute um die es in der heutigen Folge geht, ist die Haltestelle Leipzig-Leutsch. Und ja, als allererstes habe ich dann erstmal angefangen, in der näheren Umgebung des Bahnhofes dort die Brücken einzuziehen. Das sind zweimal Unterführungen für Autos und dann kommt noch eine für Fußgänger hinzu. Das ist jetzt praktisch direkt am Bahnhof Plagwitz die Unterführung. Die habe ich dann gleich mal mitgemacht, da wahrscheinlich der Bahnhof Plagwitz dann in der nächsten Folge thematisiert wird, und deswegen dachte ich mir, bastle ich dann einfach hier schon mal die Unterführung mit dazu, wenn ich schon einmal dabei bin. Und ja, das Ganze bekommt dann hier auch nochmal so einen Abzweig für die Straßenbahn. Da ist dann an dem Bahnhof Plagwitz auch noch eine Endstelle, das müsste die Linie 14 sein. Und so habe ich das Ganze dann schon dort mit angelegt, um dann eben beim nächsten Basteln etwas schneller voranzukommen. So, dann habe ich hier so ein bisschen mit den Straßen nochmal rumgetüftelt. Wir befinden uns jetzt hier auch schon direkt am Bahnhof Leipzig-Leutsch. Und da gibt es mehrere Besonderheiten an dem Bahnhof. Des einen ist es so ein Radweg, der dort in einer Art Rampe nach unten geht. Und parallel dazu gibt es ja nochmal einen separaten Fußweg, der über eine Treppe führt und dann eben die Höhenmeter dort zu überwinden. Und ja, da habe ich wie gesagt erstmal angefangen, hier das Ganze mit so ein paar Fußwegen einzuziehen, um dann eben so dieses grobe Layout anzulegen und um zu wissen, wie das ungefähr gehen könnte, sage ich mal. Denn das ist dort halt doch schon eine ganz schön verzwickte Straßenfußwegführung gewesen. Man muss da halt verschiedene Sachen ausprobieren, um dann eben zu dem finalen Ergebnis zu kommen. Dadurch, dass dort halt viele Sachen aufeinandertreffen. Man sieht es jetzt auch schon, diese Fußgänger- bzw. Rollstuhlrampe, die dann eben hoch zum Bahnsteig geht, ist dann auch wieder so ein Wirrwarr, sage ich mal, was sich mit Transport FIFA relativ schwierig gestalten lässt. Also in dem Fall ging's. Aber ich hatte es auch schon, dass dann bei solchen verwurstelten Straßenführungen sich das ganze Konzept dann eben auch beim nächsten Setzen der Straße dann eben komplett verändert hat. Und ja, deswegen fand ich das dann dort in dem Fall als erstes mal ganz gut, sozusagen so zu starten, um eben das grobe Layout dort auch anzulegen. Dann genau auf der gegenüberliegenden Seite, man sieht es jetzt hier auch schon, teilweise verzieht es das Ganze dann eben auch immer so ein bisschen. Da habe ich dann auch versucht, das Ganze funktional zu gestalten. Was ich jetzt schon mal vorwegnehmen kann, es ist nicht so geblieben. Ich habe das Ganze dann wieder abgerissen, weil es mir echt nicht gefallen hat. Es war auch relativ schwierig, dann den Fußweg dort so zu verkleiden, wie es halt im Original ist. Dadurch, dass das relativ breit aufbaut in dem Fall, hat mir das dann einfach auch nicht so gut gefallen, dass halt für das Original auch zu viel Platz wegnimmt, und ich wollte es dann einfach rein optisch eben nicht so gestalten. Und jetzt liegt zwar gerade noch so da, aber ich habe das, wie gesagt, dann nochmal abgeändert und das Ganze dann eben mit Dammbauelementen dort nur dargestellt als Asset, und es ist dann eben nicht funktional, die ganze Geschichte dort. Entschuldigung. So, dann kommen hier so ein paar Treppen hinzu. Habe das Ganze dann hier auch nochmal so ein bisschen verkleidet, dass der Übergang dort nicht so krass ist mit dieser Erdtextur, die da noch so ein Stückchen durchkommt. Und da ist es dann halt dort immer eine bunte Mischung aus verschiedenen Oberflächentexturen. Zum einen so ein bisschen Fußweg, dann kommen da noch Beton hinzu und so weiter. So, man sieht es jetzt hier auch, da habe ich auch getüftelt, dass ich das Ganze dort eben, wie gesagt, so ein bisschen unterheben kann, diese ganze Betonkonstruktion. Allerdings ist es dann mir einfach zu breit auch gewesen von der Gesamtfläche dort. Und das habe ich dann im Nachhinein einfach auch nochmal umgeändert und abgerissen, weil mir das, wie gesagt, dort nicht so gut gefallen hat. Also, es geht bestimmt, aber irgendwie, ja, das ist ähnlich wie beim Leipzig MDR, den Bahnhof. Da habe ich es ja auch erstmal versucht, funktional zu gestalten mit Fußwegen.
und habe mich dann aber am Ende doch noch dafür entschieden, das Ganze dann eben nur als Asset darzustellen mit Hilfe von der Dumper-Mod. Und genau das gleiche habe ich dann eben hier beim Leipzig-Leutsch Bahnhof auch gemacht. Und ja, gefällt mir rein optisch auch besser als wie vorher. Als wie sagt man eigentlich nicht? Als vorher. So. Jetzt sieht man das hier auch schön, wie das dann eben final halt ausschaut. Und ich finde rein vom Google-Bild, was ich jetzt so von oben gesehen habe, kommt es dem Original schon relativ nah. Ich habe da auch so ein bisschen Probleme gehabt. Ich weiß nicht, ob ich da das schaffen werde, dort nochmal am Bahnhof vorbeizukommen. Ich müsste da theoretisch auch mal ein paar Fotos machen, denn über Street View, Google Street View, hat es mir die Brücke angezeigt, noch vor der Erneuerung sozusagen. Also es muss schon ein relativ altes Bild sein. Deswegen habe ich da gerade keine aktuellen Bilder gefunden, was jetzt so diese Unterführung mit dem Fußweg und so weiter angeht. Und das ist halt auch der Punkt, wo ich dann gesagt habe, ich werde jetzt erstmal nur so in dieser Folge jetzt hier nur Zeitraffer komplett reinpacken, da ich ja auch noch nicht final fertig bin, um dass ich dann in der nächsten Folge dann nochmal ein Stückchen Zeitraffer mit reinpacken werde und dann aber auch nochmal richtig gut dort die Stelle abfilmen werde. Nur mir geht es jetzt aktuell auch darum, wie das direkt unter der Brücke halt aussieht, weil ich kann mir halt vorstellen, dass zwischen dem Fußweg und dem Radweg bzw. dieser Verkehrsstraße noch Stützmauern gezogen sind, von der Brücke her ausgehend. Das ist die eine Sache, die ich noch in Erfahrung bringen muss. Und die zweite Sache wäre dann die Konstruktion der Schallschutzwände oben. Also dächte, dass das gelbe Schallschutzwände sind. Die gibt es jetzt als Mod aktuell nicht. Außerdem hätte ich dann auch wieder das Problem, dass die Schallschutzwände dann wieder beim Platzieren am Gleis so weit nach unten in die Brücke reinragen und dann unter meiner angelegten Konstruktion durchgucken würden. Und das hat mir ja beim S-Bahnhof Gohlis schon nicht gefallen und deswegen muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht mit diesen. Da ist ja so eine Mod erschienen, wo so Beton- und Wandelemente und Glaselemente verfügbar sind. Und dort denke ich, werde ich wahrscheinlich ein bisschen noch besser das Ganze darstellen können, denn ich meine gesehen zu haben, dass dort auch gelbe Texturen verfügbar sind. Und da denke ich, werde ich das dann irgendwie versuchen, im Eigenbau zu basteln. Ich hatte das dann hier, also es ist schon angefangen, auch in dieser Folge sieht man das dann schon so ein bisschen zumindest. Und das werde ich dann aber in der nächsten Folge auch noch mit nachreichen, um dann eben das auch richtig gut darstellen zu können. So, ich musste den Fußweg dann nochmal so ein bisschen ummodeln. Hab dann hier schon mal angefangen, so diese groben Brückenköpfe zu platzieren. Das ist in dem Fall jetzt so eine Betonstruktur. Ich weiß aber, also beziehungsweise ich denke zu wissen, als ich das letzte Mal dort war, dass dann nach dem Leutscher Bahn, Leutsch sag ich schon, Lindenauer Bahnhof in Richtung Plagwitz dann auch so gelbe Backstein Dammmauern verbaut worden sind. Aber wie gesagt, das muss ich dann irgendwie versuchen, mal noch die nächste Woche zu recherchieren, um dann eben hier das Ganze in meinem Modell noch ein bisschen besser anpassen zu können. Aber ich finde schon, so diese Grundstruktur und das, was jetzt in der heutigen Folge hier passiert, ist schon relativ gut gelungen auch. Also ich bin ja selten zufrieden mit den Sachen hier, weil man immer nicht ganz so perfekt das Ganze basteln kann. Ich weiß, das müsste man eigentlich ablegen, diesen Perfektionismus hier im Schönbau, aber irgendwie dringt es dann doch immer mal wieder durch. Aber ich finde, hier in dem Fall kommt das schon richtig gut. Und das gesamte Bild, oder was, wo ich dann gesagt habe, jo, das kommt richtig schon dem Original nah, ist dann, habe ich so eine Mod gefunden für die Zäune, das ist so eine Erweiterung. Und das sind so Spundwände aus Metall, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Das sieht man dann auch nachher noch. Müsste jetzt gleich hier im Anschluss zu dieser Plattenkonstruktion hier kommen, die ich gerade im Hintergrund bastle. Und die verkleiden dann sozusagen den Höhenunterschied zwischen den Platten und dem Fußweg der Hauptstraße. Normalerweise im Original ist dort kein Fußweg nochmal zusätzlich dran. Allerdings wollte ich doch irgendwie die Straße mit Mittelgleis für die Tram platzieren und da geht das aktuell leider nicht anders, aber ja. So, jetzt sieht man das hier ganz cool. Das ist sozusagen so eine
Erweiterung für die Zaun-Mod gewesen. Von wem das jetzt genau ist, weiß ich nicht, aber es sieht richtig gut aus. Also das ist auf jeden Fall was fürs Auge, sage ich mal. Und ich finde, gerade so durch diese Mod dort an dieser Stelle ändert sich das Bild so um 100% nochmal ins Realistische. Also das sieht wirklich richtig cool aus. Da habe ich dann hier auch nochmal kurz innegehalten und mir das da nochmal angeschaut, weil ich dann doch so zufrieden war. Das war richtig cool. Also es war richtig, richtig toll. So, dann geht's weiter in Richtung Leutsch. Müsste das jetzt sein, also der Ausgang am Lindenauer Bahnhof Richtung Leutsch, nur für die Orientierung für euch sozusagen, ist dann hier noch so eine Fußgängerunterführung entstanden. Das konnte ich zumindest auch von den Google-Bildern sehen. Auch das würde ich mir im Original einfach auch nochmal anschauen, um dann eben dort noch so ein bisschen in Realismus halt basteln zu können. Ich habe dann einfach eine tiefer gelegte Straße dort platziert, hätte wahrscheinlich auch eine Nummer schmaler sein können. Und da habe ich dann einfach die Betonseitenelemente so ein bisschen mehr auf die Straße noch platziert und habe dann dort angefangen, das Ganze eben so ein bisschen zu verkleiden und dann die Treppen dort mit einzufügen. Und dann hat sich das doch ganz gut ins Bild mit eingefügt, sage ich mal. Und ja, aber wie gesagt, da müsste ich dann halt im Original halt auch nochmal schauen, inwieweit das dann halt auch schon so aussieht, wie es dort aussieht und ob es auch so aussieht, wie es aussieht. Und ja, ihr wisst, was ich meine. Oh, da muss ich, wie gesagt, mal gucken, ob ich nächste Woche Zeit finde, um dann eben dort mal vorbeizudüsen, um zu gucken, wie das Ganze dort insgesamt aufgebaut ist. Das wäre dann auch eigentlich ganz cool für so ein paar Originalbilder versus Bilder aus dem Spiel. Also fände ich schon ganz cool. Und ja, deswegen muss ich mal gucken, wie ich es schaffen werde. So, dann habe ich hier angefangen, die Spitzkernen zu platzieren. Das ist im Endeffekt Haltepunkt für Haltepunkt ähnliche Herangehensweise, würde ich jetzt mal sagen. Es wiederholt sich dann natürlich auch immer wieder, aber es gehört halt dazu und deswegen habe ich das dann hier auch nochmal mit ins Video reingepackt. Und ja. So, dann wird hier das Ganze vervollständigt, der Bahnsteig bis kurz vor die Brücke. Da geht dann irgendwie auch zwischen so zwei Wohnhäusern die Treppe noch so ein bisschen nach unten auf die Höhe der Unterführung. Auf der Seite gibt es meiner Meinung nach auch keinen barrierefreien Zugang. Der ist dann, wie gesagt, auf der anderen Seite. Und ja, das ist aber auch hier hinten. Auf der Seite ist dann im Endeffekt nur so eine Gartenanlage und ein Sportplatz. Also die Hauptverkehrsader ist auf der anderen Seite. Deswegen kann ich es dann dort auch nachvollziehen, warum diese Seite eben nicht noch mit einer Rampe ausgestattet wurde. Da ist auch wirklich oft wenig Platz. Man sieht es dann gleich. Ich füge dann hier auch noch die Häuser so ein bisschen mit ein, um das Bild schon mal so ein bisschen vorzubereiten für den finalen Schliff. Und so habe ich das auch auf Google Maps gesehen. Also das kommt schon, ja doch, das kommt schon gut ans Original ran. Insgesamt ist da im Vorplatz dort jetzt auf der linken Seite ein bisschen zu viel Platz insgesamt, aber es lässt sich halt auch wirklich manchmal nicht zu 100% nachbasteln. Und ja, aber ich denke, jeder, der den Bahnhof kennt oder dort schon mal gewesen ist oder vorbeikommt, wird das ein oder andere Detail auch wiedererkennen. Und es geht ja auch in der nächsten Folge dann nochmal so ein bisschen weiter hier an der Stelle. Ich habe das Ganze dann, wie gesagt, hier nicht fertigstellen können, weil es dann doch auch relativ viel Bastelmaterial gewesen ist. Deswegen gibt es auch erst in der nächsten Folge dann bewegte Bilder. Da werde ich dann auch die Strecke dort dann mit in die Linie einbinden. Und da muss ich dann auch mal schauen, aufgrund der Länge, dass ich dann vielleicht sogar noch eine Garnitur mehr auf die S1 schicken werde. Aber das werde ich dann, wie gesagt, erst im nächsten Video entscheiden. Da muss ich dann mal gucken, ob denn die Strecke auch schon so lang ist, dass dann dort eben auch schon drei Talent-Garnituren Platz finden und dass das dann nicht zu eng auch platziert ist. Ne? Also es darf ja auch nicht zu viel Traffic sein. Und ja, aber wir basteln uns jetzt hier in Richtung Plagwitz sozusagen. Dort ist dann auch nochmal ein separater Halt. Ich weiß gar nicht, welche Regionalbahn dort nochmal hält. Ihr hattet es mir, glaube ich, auch schon in die Kommentare geschrieben. Und sobald dann der Plagwitz-Bahnhof steht, würde ich dann auch schon die Regionalbahn mit auf die Strecke schicken, dass dann hier auch mal so ein bisschen Abwechslung auf die Schiene kommt, damit dann nicht immer auch nur die Hamsterbacken fahren. Denn ich glaube, dort fährt dann so ein VT 600, ja,
41, 42. Ja, wird jetzt wahrscheinlich nicht hinhauen. Ah, die haben diese Elster-Saale-Lackierung, ist es, glaube ich. Ne? So eine grün-weiße Zugarnitur müsste das sein. Ihr werdet es mir bestimmt gleich in die Kommentare dann auch schreiben. Ich denke, der ein oder andere oder vielleicht auch alle wissen genau, was ich jetzt meine. Nur ich weiß es nicht, ja. Da muss ich nochmal gucken, aber den gibt es auch als Mod, den habe ich auch schon installiert. Den kann ich dann, wie gesagt, wenn der Plagwitz-Bahnhof entsteht, eben auch mit auf die Strecke schicken. So, dann ging es ja auch schon so ein bisschen in die Detailarbeit. Ich habe dann dort auch schon mal so ein paar Büsche platziert, Mauern, Elemente und Gräser. Nee, Gräser habe ich noch nicht platziert. Das kommt dann wahrscheinlich auch erst in der nächsten Folge, denke ich mal. Ich habe das dann erstmal vor mich hergeschoben so ein bisschen und habe dann hier auch angefangen, die Oberleitungsmasten in dem Bereich zu platzieren. Da musste ich dann erstmal so ein Hilfsgleis noch einziehen, weil mir an den unsichtbaren Gleisen irgendwie die Masten immer so einen halben Meter nach unten platziert werden. Das ist ganz eigenartig, warum das so ist, weiß ich nicht genau, aber da musste ich das dann nochmal kurz umwandeln und das habe ich dann aber auch wieder entfernt. Also das sieht man jetzt hier, wie ich das wieder weggemacht habe. In der Zeitraffer erkennt man es manchmal nicht so gut, aber ich denke, das hat man doch schon gesehen. So, dann ist das hier auch nochmal so eine Sache, die ich mir im Original angucken muss, wie das zwischen der Gartenanlage und dem Bahnhof dort geregelt ist. Ich habe da dann so eine Schallschutzwand eingezogen. Das hat mir dann aber auch nicht so gut gefallen. Muss ich, wie gesagt, mal schauen, wie das dort gemacht ist, auch mit den Oberleitungsmasten zwischen dem Bahnsteig und der Konstruktion, die dort eben ist. Es kann sein, dass es auch nur so ein Zaun ist, der dort platziert ist. Da muss ich, wie gesagt, wirklich mal schauen, ob und wie ich das dann dort machen kann. Aber wie gesagt, da habe ich auch keine Bilder dazu gefunden. Es gibt auch ganz, ganz wenige Aufnahmen, sag ich mal so, von oben von dem Bahnhof. Also das ist ganz eigenartig. Da muss ich, wie gesagt, unbedingt mal vorbeischauen, um zu gucken, wie das dann dort eben gemacht ist, um ans Original eben auch besser ranzukommen. So, die Linie hatte ich dann schon mit eingefügt. Also die Haltestelle zumindest, ja. Hab aber weiterhin im Pause-Modus gespielt. Also man sieht heute in der heutigen Folge wirklich kein Zugrollen. Es geht nur um den Aufbau. Ich hoffe, wie gesagt, das ist nicht ganz so langweilig, aber ich denke, es lässt sich verkraften mit Hinblick auf die nächste Folge, denn dort werde ich dann auch an dem Bahnhof, insofern er fertiggestellt ist, dann auch nochmal richtig vernünftig das Ganze abfilmen. Gerade kurz im Bild zu sehen war die Schallschutzwand, die ich angesprochen hatte. Das sind sozusagen die gelben Elemente aus dieser Konstruktionsmod. Ich weiß gar nicht, wie gesagt, wie die heißt, kann ich nicht sagen, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das wird sozusagen dann im Eigenbau passieren. Und hier das Gelände auf der Bushofseite, Lindenau Bushof ist es. Dort habe ich dann auch die Fläche von dem LVB-Gelände angelegt. Auch das muss ich mal gucken. Vielleicht schaffe ich es mit in der nächsten Folge noch auch darzustellen. Ist natürlich auch eine super interessante Baustelle, finde ich, dann dort eben auch so richtig viele Busse zu platzieren. Und ich habe auch im Internet einen Beitrag gefunden, dass dort gerade eine große Bushalle gebaut wird. Also es ist so eine Überdachung. Ich weiß jetzt nicht genau zu 100%, was dort gemacht wird, habe ich schon wieder vergessen, aber vielleicht weiß es der ein oder andere und das wäre ja eigentlich auch ganz cool, das dann hier auch mit auf die Karte darzustellen. Muss ich dann nur mal gucken, wie ich das Ganze dann eben auch vernünftig überdachen kann, dass es halt auch ausschaut wie das Original. Ich denke gerade, dass es wirklich noch im Bau auch ist, da könnte man dann halt entweder überlegen, dass man es baut wie vor einem Jahr, sage ich mal, wo das noch nicht die Konstruktion gestanden hat. Oder man macht es dann halt so, dass dann gerade eine Baustelle ist, kann man ja auch machen. Je nachdem muss ich mal noch überlegen, wie ich das Ganze mache, was ich da für Mods zur Verfügung habe und wie weit das dann auch ans Original rankommt. Davon würde ich das dann abhängig machen, wie ich die ganze Sache dann dort darstelle. So, dann gibt es hier noch eine Sackgassenstraße, die endet dann hier vorne direkt an der Hauptstraße. Da sind dann auch so Durchlaufpoller platziert, dass dort die Autos wirklich nicht durchfahren können. Und an der Seite der Strecke von der Schiene ist dann auch, glaube ich, wie gesagt, die so gelber Backstein verbaut. Ja, das muss ich dann aber auch nochmal nachschauen, das habe ich nicht zu 100% auf dem Schirm. Angrenzend dazu kommt dann hier so eine veraltete Tankstelle, sage ich mal.
die dann umgebaut wurde zu so einer Würstchenbude. Also es ist eigentlich auch eine richtig witzige Nummer, da ich glaube, dass diese Tankstelle oder diese Würstchenbude auch in so einem roten Design ist. Das passt natürlich dieses Gebäude hier vom guten SM1 perfekt dazu. Da werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal so ein paar Leute platzieren, die dann eben dort ganz genüsslich ihre Bratwurst verschlingen werden. Mal gucken, es gibt ja, glaube ich, auch sogar eine Grillmod. Und dann werde ich hier mit den guten Rauchelementen vom Mad Hatter dort auch noch so ein bisschen den Grill anheizen und das Ganze dann eben dort vernünftig darstellen. Das wird auf jeden Fall eine lustige Szenerie. Ja, so sieht das Ganze dann von oben aus. Wir sind auch schon wieder am Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal auch wieder ein. Jetzt in der kommenden Woche wird es dann wahrscheinlich auch mehr Folgen von der Vanilla Map geben. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen zweiten Advent. Bleibt gesund. Bis dahin. Ahoi.